So, und da sind wir wieder. Und ihr kennt das Prozedere. Lösegeld. Doch Mailand sagt nein. Das ist die logische Schlussfolgerung. Und in Paris gibt es jetzt eine Meisterkaufmannsgilde. Oh. Ah, gut. Ach, super. Dann können Mein wir uns Herr, wirklich zeitlich gesehen ganz frei wir mit kämpfen denen nicht mit anlegen. euch um dieses. Wohin geht es? Ja, Kapitän. Ich probiere hier möglichst bei diesem Wie Schiff zu ihr wünscht, bleiben, denn Kapitän. die sind schon heftig. Henry, der Missionar. Spanien ist wieder versöhnt. George ist jetzt ein vielversprechender Kommandant. Man muss ja sagen, George hatte Herr, jetzt nur noch wir die wünschen uns dankbare den Aufgabe, Tod. wegzuhauen, was, Beide. Wer ist mein Ziel? Ein also Ziel, praktisch die bitte. Deckung, die bereits Das ist weggehauen alles, was wurde, ich brauche. noch weiter wegzunocken. Und ich Sehr glaube, gut. wir müssen mal probieren, diesen Kaufmann da zu töten. Diesen mailändischen. Und er schiebt den Stein. Komm schon. Komm schon. Nein. Ja. Boah. Und das war's. Und jetzt schnell weg. Und das Meine Tage war's. sind gezählt, mein Herr. Morello Matarese. Kann der Mein Welt König. Tschüss sagen. Wer oder was beleidigt euch, mein König? Die Mein sind noch König, nicht so besonders benenne ich stark. das. Mal schauen, ob dieser Mord hier funktioniert. Der ist bestimmt ganz nervös. Einer seiner ersten Morde. Aber den hat er erwischt. Die Ausbildung in der Attentätergilde hat was gebracht. Der flieht, während Blut den Boden tränkt. Wessen Zeit ist abgelaufen? Ein Ziel, bitte. Das ist alles, was ich brauche. Sympathisch, Mein König, sympathisch. mein König, Und benenne Tostig, ich das finde, das ist ein Ziel. ziemlich toastiger Name. Mach doch Meine mal hier Methoden diesen sind sehr Rüstungsschmied geschickt. weiter kaputt. Der Rüstungsschmied noch weiter zerstört und das wird teuer. Mein König. Marschiere stolzen Herzens in die Schlacht, Herr. So, und die belagern wir jetzt und ja, mein König. werden uns dann Wessen Zeit ist abgelaufen? auf Genua konzentrieren. Wer ist mein Ziel? Hier Wie ordentlich ihr Dinge wünscht. zu zerstören. Und wir werden hier dann wohl ziemlich bald erfolgreich die Feinde besiegt haben. Mein König! Mein König! Und das sind doch immer Aussichten, die einen sehr freuen. Vorwärts! Mein König! So, die Männer, sind jetzt auch schon fast da. Ja. Natürlich! Wir reisen morgen weiter! Mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mensch, das freut mich aber. So, und hier diese ganzen Prachteinheiten. Ja, mein König! Mein König! Wahre mein König. Prunkstücke der Armee. Eure Befehle? Führe die Armeen zusammen, mein König. Das ist ja auch ziemlich cool, muss ich sagen, dass hier praktisch nur wahre Prunkstücke der Armee sind. So, mit der Zitadelle können wir dann sogar abgesessene englische Ritter herstellen. Die sind ja unheimlich stark im Angriff. Angriff 21, das hat glaube ich sonst keiner. Und sie können sehr, sehr lange am Leben halten bleiben, also die sind wirklich ziemlich stark. Und natürlich können wir dann noch allerlei neue Gebäude bauen. Und ich glaube, Prinz Christopher wird hier sehr erfolgreich gegen Spanien kämpfen. So, schade, dass die sich versöhnt haben. Ja, wir errichten hier ein Nachtlager.
muss ich ja sagen. Wirklich, wirklich schade. Wie ihr wollt, mein König. So. Kommen dann noch diese Einheiten dazu. Das sind ja nochmal vier. Dann es haben wir hier. Mein König! Ja, hier die Armee voll besetzt. 1a. Und das wird dann bald schon gemacht. Und in Kaen ist der Rüstungsschmied fertig. 1a. Aber als nächstes doch mal ein Kiostregister. Und in Dijon haben wir die Ballistentürme. Wollen wir doch mal ein Wirtshaus, um hier ordentlich die Stimmung hochzuhalten. Und wir als Armee dafür, dass sie euch fürchten. Eure Befehle? Ziehen uns zurück. Edler Feind, ihr solltet uns fürchten. Sie schnappen uns diesen Wildlio-Kerl. Ja, logisch, dass hier die Stimmung nicht so gut ist. Da machen wir hier mal einen niedrigen Steuersatz. Und, Euer Wille geschehe. Reden ist ja, die vernichten wir nun. Nicht Gold. Und dann greifen wir uns wahrscheinlich schon Genua oder Mailand, je nachdem. Und haben dann auch in Italien unsere Finger im Spiel, liebe Freunde. Und man muss ja sagen, auch wenn es hier blau ist und zu Frankreich gehört, die sind nur unser Protektorat. Das heißt, die sind uns unterworfen. Und wenn dieser Papst hier irgendwann sterben sollte, haben wir gute Chancen, dass wir den Papst stellen werden. Es ist mir eine Ehre, gesegneter Verbündeter. Ach Mensch, danke. So, und dann werden wir hier nämlich das große Spanische Reich vernichten. Und könnten dann von da aus vielleicht sogar ins Afrika-Geschäft einsteigen. Aber das sehen wir dann. Im Mittelmeerbereich kann man natürlich unheimlich viel Geld machen. Man kann aber auch unheimlich leicht belagert werden mit kleinen Schiffsarmeen. Also mal schauen, ob es für uns erfolgreich sein wird. Neue Mission. Schickt einen Abgesandten zu den Türken. Es sind Fremde nah bei unseren Toren? Hallo, die sind am Po der Welt. Da komme ich doch in 5 Runden gar nicht hin. Mann, 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 Mann. Dieser verrückte Adelsrat. Ich will mal wissen, was da für Drogen gereicht werden. Und päpstliche Zustimmung gibt es hier bei Edinburgh und Venedig. Und ein weiterer unserer Menschen hier wurde gerade. Und liebe Freunde, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir schnappen uns Bologna unter dem Banner des Papstes. Papst ruft Kreuzzug auf. Kreuzzug ausgerufen und liebe Freunde, man muss ja sagen, Bologna hat eigentlich niemandem was getan. Ja, mein Herr, greife den Feind an! Das nutzen wir uns doch gerade mal, um diese herrliche Stadt Bologna uns zu greifen. So, das Lagerhaus. Man sieht ja schon, London macht durchaus ordentlich Geld. 3700. Und wir können die Hippe-Hippe-Miliz bauen. Mensch, machen wir doch gerade mal 3 von. In York gibt's den Minenverbund. Mensch, das geht hier doch alles in traumhafter Art und Weise voran. Pflasterstraßen. Und nicht nur wir profitieren, sondern natürlich auch unsere Bürger. Alle gemeinsam haben wir große Vorteile durch das, was wir leisten. So. Und in Bordeaux sind die Baronstelle und das war's dann auch schon wieder. Und Spanien kann sich dann bald auf einen General der Generäle gefasst machen, der sich ihn anlegen wird. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Mein König! Mein König! Abrücken! So, dann fehlt nur noch einer. Ja, mein König. Und dann haben wir hier diese extrem schlagkräftige Armee, mit der wir die Spanier besiegen können.
Hier ist wieder einer. Die mailändische Splitterarmee, wie ich sie gerne nenne, versammelt. Die sind wirklich nicht besonders gesammelt. Beleidigt euch, mein König? Und da wollen wir doch mal wieder schauen, ob wir hier ein bisschen Schaden machen können. Erstmal das Bordell. Die Zufriedenheit vielleicht ein bisschen senken. Niedrige Zufriedenheit bedeutet entweder geringere Steuereinnahmen oder aber auch ein Aufstand. Und dann fliegt das Ganze in die Luft. Traumhaft. Und, liebe Freunde, der Albtraum hat wieder zugeschlagen. Wer ist mein Ziel? Mein König benennt das Ziel. Meine Methoden sind sehr geschickt. So, nochmal machen wir das hier jetzt, glaube ich, nicht. Hat er. Ja, auch erfolgreich. Wessen Zeit ist abgelaufen? Ein Ziel bitte. Das ist alles, was. Niemandes. Mach hier mal den Jahrmarkt kaputt. Ich vertraue hier auf dich. Ziel als umgenockt. Naja, eigentlich nicht schlimm. Der war eh ein Idiot. Wer ist mein Ziel? Wessen Zeit ist abgelaufen? Das wird hier von einer starken Armee beschützt, muss man ja sagen. Allerdings glaube ich, dass Nicholas von Wellington das hier schafft. Mit seiner sehr, sehr starken Armee. Und letztendlich geht es bei dieser Sache ja gar nicht darum, eigentlich den Papst, die Stadt irgendwie zu holen. Sondern hauptsächlich geht es dabei darum, den Papst zu besiegen, den Papst uns als Freund zu machen. So, jetzt habe ich's. Ja, können wir machen. Der Kreuzzug wächst. Alle haben sie sich direkt angeschlossen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Kein Wunder. Ein paar hilflose Gegner klatschen. Macht man doch gern mal. So. Gott ist mit uns, Männer. Auf in die Schlacht. Hier jetzt bald die Kriegserklärung. Wir machen hier Männer, marschiert! Ach Mensch, und der hat jetzt eine blöde Frau geheiratet. Tut mir ja schon ein bisschen leid, aber vielleicht können wir den ja irgendwie nach Kaer'Navon oder sowas schicken. Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Und dann kann er da versauern. Unangenehme Gattin, ja, das tut mir wirklich leid. Und eine hässliche Gemahlin. passiert. Johanna hat jetzt auch noch einen kleinen Kleffer, oh Gott. Und George hat jetzt hier ordentlich persönliche Sicherheit bekommen. Das ist super. Ich schätze es nicht besonders, wenn meine Leute einfach so sterben. Und jetzt haben sie hier... Lauter Bündnissysteme sind hier außer Kraft gesetzt worden. Gefällt mir nicht übel. Und Bologna wird von uns belagert. War jetzt auch wichtig, dass wir hier vor dem Heiligen Römischen Reich da sind. Bezweifle ich, mein Freund. Aber trotzdem sehr nett von dir. Deine Ausdrucksweise und so gefällt mir. Sehr höflich. So. Baronstelle. Läuft hier alles voran. Und liebe Freunde, England. England entwickelt sich hier wahrlich zu einer großen Macht. Wenn nicht sogar zu der größten Macht in Europa. Und nächste Runde beginnen wir dann auch auf dem Seeweg. Den Konflikt. So. Und ich würde sagen, ich beende diese Runde. Mailand hält noch 7 Runden aus. Irgendwann werden sie wohl angreifen. Oder einen Waffenstillstand anbieten. Nun denn. Also, man muss ja sagen, die haben nicht mehr viele Regionen. Genua. Nein, das ist sehr fordernd, da werden sie wohl kaum Ja sagen. An sich, das habe ich ja schon mal erwähnt, habe ich nichts gegen Mailand. Die haben allerdings auch nicht besonders viel Wohlstand und so, also eigentlich...
Nein, wir werden nicht akzeptieren. Könnt ihr ja gerade mal voll vergessen. Zagreb finde ich noch okay. Wie könnt ihr so etwas vorschlagen? Niemals. Nö. Kein Problem. Darf ich euch dann vielleicht etwas anderes anbieten? Noch weitere bitten? Und ihr seht, was ich hier vorhabe. Eine weitere gegnerische Kraft zum Vasallen machen. Das können wir so nicht annehmen. Ja. Schön, dass wir uns darauf einigen. Heute hat die Diplomatie versagt. Von wegen, heute hat die Diplomatie versagt. Nein, das ist wieder nicht besonders genug für London. Und liebe Freunde, Frieden mit Mailand. Ja. Zum Preis der Unabhängigkeit, liebe Freunde. Zum Preis der Rücke Unabhängigkeit. Vor, mein König. Und oh, der ist hier leider umstellt. Ja, mein König. Oh, Spion ist gestorben. Ist mir aber egal. Spione stehe ich nicht so drauf hier in dem Spiel. Ich finde, die sind einfach nicht besonders nützlich. Dänischer Attentäter. Warum treibt er sich denn bei uns rum? Oh, hier gab es ja jetzt einiges. Spanien wurde schon wieder exkommuniziert. Mann, ein Glück, dass wir nicht mehr die ganze Zeit diesen Stress mit dem Papst haben. Ha, wisst ihr das noch? Als wir hier nonstop exkommuniziert wurden. Gut, dass das der Vergangenheit angehört. Und wir machen uns hier nun diese Stadt untertan. Wie sich das gehört, liebe Freunde. Es ist mir eine Ehre, mein König. Und jetzt beginne ich den Krieg gegen Spanien. Wir ziehen in den Krieg. Ja doch, kann ich aber jetzt, glaube ich, schon mal beginnen, glaube ich. Mit euch um dieses Gebiet. Ja, mein Herr. Greifen an. Mein König, der Tag gehört uns. Bereit machen. Beneidet ihr den Feind? Nein, wir vernichten ihn. Mein Herr, wir haben den Hafen nun blockiert, Herr. Meine Schön. Wie ihr wollt, mein König. Vielleicht kann ich zur Verständigung unserer Völker beitragen. Eure Aufmerksamkeit schmeichelt mir, mein Herr. Oh, das freut mich aber, Philipput. Ich bin ein Schatz, den mein Volk euch nicht anvertrauen würde. Meine Liebe. Wer oder was beleidigt euch, mein König? Schnapp ihn, dir Albtraum. Da probiert ihr es wieder mit der Steinmethode. Bom! Abermals erfolgreich. Wessen Zeit ist abgelaufen. Bin auf dem Weg. Es ist mir eine Ehre, mein König. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Eigentlich hätte ich ja lieber, dass er einen Ausfall probiert. Oder aber, dass George hier endlich den Platz findet, hierher zu kommen, weil mit George zusammen ist ganz klar, da könnte ich die Schlacht einfach automatisch führen lassen, weil ich wirklich nicht gut bin in Eroberungsschlachten von Städten. Aber liebe Freunde, das sehen wir dann. Wir beide sehen uns in der nächsten Aufnahme, du und ich.
und ich freue mich drauf. Bis dahin, tschüss.